Sie ist jung, sie ist hübsch und sie ist Deutschlands neue Sexautorin. Cilla Sumnes ist Studentin und hat gerade ihr erstes Buch geschrieben, das Ghetto-Sex-Tagebuch. Und hier geht es richtig zur Sache. Die 17-jährige Protagonistin Ayla ist sexhungrig. Sie geht gerne mit Männern ins Bett, die nicht gerade dem Schönheitsideal entsprechen. Und die findet sie im Internet. Ich gehe ins Bad, mach mich bettfertig. Als ich so auf dem Klo sitze und pisse, denke ich über den Begriff Würde nach. Kann Geilheit denn würdelos sein? Ich meine, ich habe ja niemanden gegen seinen Willen So einen alten fetten Sack zu ist geil, weil es einfach nur Sex für den Moment ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gehen lassen, animalisch, gar bestialisch sein kann. Anonym bleibt der Reiz und die Fantasie im Einklang. Anonym bleibe ich auch gern, weil ich so mein normales Ansehen nicht aufs Spiel setze. Wenn ich Barbie und Ken mit ihren strandgebräunten Astralkörpern sehe, reizt mich das einfach nicht mehr. Ich habe sie schon zuhauf gesehen, jeden Tag, überall, langweilt mich. Cilla ist Türkin, ihre Protagonistin Ayla auch. Mit ihrem Buch will die 25-Jährige dem Klischee-Denken ein Ende setzen. Dass Ayla Türkin ist, war ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich halt einfach mich niemals irgendwie hier repräsentiert gefühlt habe. Ich habe immer gedacht, so Mensch, was ist denn mit den 1000 Mädchen, die irgendwie selbstbestimmt sind, die ihren eigenen Job haben, die aufs Gymnasium gehen, die machen können, was sie wollen und die eigene Ziele und Träume haben und nicht alles vorgesetzt bekommen. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt, zu zeigen, ey, das ist eine Türkin, aber sie ist nicht die Türkin, die das Klischee bestätigt. Klischee, Vorurteil oder Tradition. Cillas gewagtes Bild einer jungen Türkin kann auch auf Ablehnung stoßen. Dass da auch negative Reaktionen kommen werden, ob es jetzt von Türken oder Deutschen ist, ist klar. Aber ich kann jetzt nicht sagen, die Türken werden jetzt das und das sagen. Glaube ich, weiß ich nicht. Ein Erstlingswerk, das bestimmt für Diskussionen sorgen wird. Cillas Buch erscheint im Oktober.